Ja, liebe Freundinnen und Freunde, zuerst mal freue ich mich, mal wieder hier in Ansbach zu sein. Und habe mich gerade eben erkundigt, wie eigentlich jetzt der neueste Stand hier ist in Bezug auf quasi die Stationierungspläne der US-amerikanischen Armee. Weil ehrlich gesagt ist so häufig, wie sich die Gemengelage hier ändert, das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe für die Partei Die Linke vor kurzem eine Erklärung abgegeben gegen die derzeit laufenden NATO-Manöver. Ich will das einfach nochmal deutlich machen, was da gerade im Moment gerade passiert. Die NATO hat jetzt ihren Gipfel am 8. und 9. Juli in Warschau. Und vor diesem Gipfel finden eine ganze Reihe von Manövern statt, die offensichtlich ganz bewusst als Kriegsszenario ein Szenario haben, was eindeutig gegen Russland gerichtet ist. Die NATO übt, und das muss man in aller Deutlichkeit und Schärfe sagen, sie übt Krieg und sie hat Szenarien, wo man sich konkret quasi beobachten kann, wie konkret ein solcher Krieg dann ablaufen könnte oder soll. Und jetzt kommt Ansbach ins Spiel. Eines der größten Manöver, was da stattgefunden hat, ist das Manöver Anaconda. 31.000 Soldaten, offizieller Veranstalter die Republik Polen, die dazu die ganzen NATO-Staaten eingeladen hat und zusätzlich eingeladen hat mehrere Nicht-NATO-Staaten, Schweden und Finnland, die inzwischen, obwohl sie nicht NATO-Mitglied sind, fast an jedem dieser Manöver mitmachen. Und sie haben eingeladen die Ukraine und Georgien. In der Ukraine findet derzeit ein Krieg statt, nach wie vor. Und es ist so, dass dort quasi einerseits von Russland unterstützt und andererseits vom Westen unterstützt, es so ist, dass tatsächlich direkt immer wieder militärische Auseinandersetzungen laufen. Diesen Staat hat man in dieses Manöver mit integriert. Und man hat Georgien mit reingenommen. Und Georgien ist insofern interessant, als Georgien und Ukraine beide Mitglied der NATO werden wollen. Aber bei beiden völlig klar ist, wenn das passieren würde, wäre quasi die letzte rote Linie gegenüber Russland gebrochen. Weil dann wären wir nämlich mit der NATO ganz direkt an der russischen Grenze. Georgien hat dann am Ende seine Teilnahme in dem Manöver wegen Pocken bei den Soldaten abgesagt, aber ansonsten fand dieses Manöver statt und es war so, dass quasi die Kampfhubschrauber der US-amerikanischen Armee, die an diesem Manöver teilgenommen haben, hier gestartet sind. Und insofern ist Ansbach und die hiesige Hubschrauberstaffel absolut und direkt quasi eingebunden in diese Manöver. Und wir haben insgesamt die Situation, das will ich nochmal deutlich machen, die NATO plant eine langfristige Stationierung von Truppen in den verschiedenen osteuropäischen Staaten. Das heißt sowohl in den baltischen Staaten als auch in Polen. Und da es aber eine Vereinbarung gab nach 1990, nachdem quasi die Bundesrepublik und die DDR wieder zusammengekommen sind, nämlich die sogenannte NATO-Russland-Akte, in der steht drin, dass die NATO nicht permanent Truppen in den Gebieten des ehemaligen Warschauer Paktes stationieren wird. Und wenn dem so ist, dann ist natürlich das Problem, dass sie jetzt 4 Einheiten a 1000 Soldaten von der NATO in den baltischen Staaten stationieren wollen, eine Frage, wie sie das denn machen. Ist es genau so, dass wiederum Ansbach die Leidtragenden quasi und die Bevölkerung hier die Leidtragenden dieser Regelung ist, weil sie müssen nämlich diese Einheiten regelmäßig rotieren lassen, weil eine Permanentstationierung nicht erlaubt ist. Also das heißt, die Einheiten werden in die Manöver geschickt, ausgewechselt, kommen wieder zurück, werden wieder hingeschickt, ausgewechselt und so weiter. Was das für die Region bedeutet, könnt ihr mir besser erklären wie ich euch.
Aber das ist quasi der militärische Kontext dieser permanenten Hubschrauber quasi Bewegungen im Moment gerade mit den jeweiligen Manövern. Und ich will das nochmal sehr deutlich machen, es sind 31.000 Soldaten, die in diesem Manöver Anaconda waren. Es war aber nicht das einzige Manöver, was die durchgeführt haben, sondern es gab noch dieses Manöver Saber Strike. Auch von da sind die Truppen aus den verschiedenen bayerischen Standorten Richtung der baltischen Staaten geschickt worden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen im Moment gerade einen Effekt, dass diese permanenten Manöver dazu führen, dass permanente Truppenbewegungen stattfinden. Und das heißt, das wird jetzt vor allem zunehmen. Ich habe jetzt gerade Boris nochmal gefragt, wie jetzt der neueste Stand irgendwie ist in Bezug auf die Ausbaupläne. Und die Befürchtung ist ja real die, dass jetzt quasi konzentriert wird. Das heißt, es wird konzentriert auf die Soldaten, die man für diese Manöver und für die jeweiligen Kriegseinsätze meint zu brauchen. Das bedeutet mehrere Sachen. Erstens, vermutlich wird der Lärm zunehmen, noch mehr, weil die ständig in Bewegung sind. Und es wird gleichzeitig natürlich zu was führen, was interessant ist, dass nämlich dieses, mit dem sie ja immer versuchen, Akzeptanz zu schaffen, das sind ja Familien, die machen ja nur ihren Job und das ist ja irgendwie eigentlich so, die sind ja ganz normale Menschen, wie wir auch. Nein, es werden zunehmend dann vor allem natürlich die Soldaten sein, die direkt in diesen Kriegseinsätzen und Manövern sind. Und meine Idee im Moment ist die, dass man einfach versuchen muss, in der Öffentlichkeit immer deutlicher zu machen, die Truppen sind hier stationiert, weil sie Krieg üben und Krieg führen. Und wir lehnen Krieg als Mittel der Politik ab, also wollen wir, dass die abgezogen werden. Das ist, glaube ich, der ganz zentrale Punkt, wo ich aber den Eindruck habe, dass wir durchaus bei einer Bevölkerung hier in der Bundesrepublik auf offene Ohren stoßen. Wir haben ja ein ganz verrücktes Phänomen, dass wenn man die Leute konkret danach fragt, zum Beispiel zur NATO, dann sagen die Leute, ja, ja, die NATO, das ist schon okay, ja, das brauchen wir. Wenn man das aber dann runterbricht, zum Beispiel über die NATO-Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan oder jetzt diese konkreten Manöver, die Leute fragt, dann hast du plötzlich deutliche Ablehnungswerte. Jetzt gab es ja einen sehr interessanten Effekt. Wir haben als Linke diese Stellungnahme gemacht gegen die verschiedenen Manöver. Und es ist ja dann immer so, das taucht ja dann auf als kleine Agenturmeldung mal da oder da. Und dann passiert in dem Fall was Ungewöhnliches. Dem Außenminister ist eingefallen, Zitat, dass er das Säbelrasseln nicht gut findet. Und plötzlich klingelte die ganze Zeit das Telefon. Was sagt die Linke dazu? Und ich habe dann mehrfach am Telefon gesagt, lesen Sie es nach, das ist eine Woche alt. Wir haben da vor einer Woche erklärt, dass wir diese Manöver ablehnen und dass die Teil einer Kriegspolitik sind. Ja, aber jetzt sagt ja selbst der Außenminister, dass Säbelrasseln unerträglich ist. Ich kann nur sagen, ich begrüße das ausdrücklich, dass er das sagt. Aber dann will ich auch, dass die Bundeswehr nicht an diesen Manövern teilnimmt und dass die US-amerikanischen Truppen, die in Deutschland stationiert sind, auch nicht an diesen Manövern teilnehmen. Weil das heißt nämlich, dass das eine das Reden ist, wir wissen alle, wie das bei der Sozialdemokratie so ist, das Reden und das Tun. Das eine ist das Reden und das andere ist das Tun. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir an dieser Formulierung von Steinmeier anknüpfen können. Es gab nämlich jetzt eine Umfrage dazu und da ist rausgekommen, dass sage und schreibe 64% der Bevölkerung diese Aussage unterstützen, dass diese NATO-Manöver Unsinn sind und dass dieses Säbelrasseln aufhört. Und die Position von Herrn Kauter von der CDU, der gesagt hat, das wäre quasi bündnisschädigend, haben sage und schreibe 16% geteilt. Das heißt, da können wir anknüpfen und sagen, okay, dann wollen wir jetzt aber, dass das tatsächlich auch umgesetzt wird. Wir wollen das Säbelrasseln nicht, um das ganz konkret runterzubrechen. Für Ansbach heißt es,
diese Truppen müssen hier abgezogen werden. Und ich glaube, dass man das einfach auch nochmal Richtung Bundesregierung und auch Landesregierung hier sehr deutlich formulieren kann. Und ich glaube auch, dass der Tag 4. Juli genau der richtige ist, weil es ist ja so ein Tag, wo quasi zelebriert wird und wo gefeiert wird. Und das, was hier ist, nämlich dass Truppen da sind, die ihre Folgen hinterlassen. Also wir wissen den Lärm, wir wissen die Umweltschäden bis heute konkret nicht. Da wird noch vieles wahrscheinlich rauskommen. Ich erinnere mich nur an verschiedene Konversionsprojekte, wo man erst später festgestellt hat, was alles an Schädigungen durch Kasernen und ich meine, wenn es hier Hubschrauber sind, die fliegen, die aufgetankt werden müssen, dann gehe ich davon aus, dass da noch einiges rauskommen wird. Und das heißt sehr konkret, dass es natürlich hier ein Standort ist. Es wird unterstrichen, was ich sage, offensichtlich. Dass es hier ein Standort ist, der offensichtlich besonders gefährlich ist und der besonders seine Auswirkungen hat. Und deshalb glaube ich auch, dass man hier sowas wie einen symbolischen Kampf führt. Weil, soweit ich das ja sehe, ist es durchaus so, dass die Forderung, dass man diese Truppen hier nicht haben will und dass man die Folgen dieser Truppen nicht haben will, durchaus auch in der Bevölkerung von Ansbach auf Resonanz stößt. Und deshalb kann ich euch nur die Daumen drücken bei dem weiteren Kampf. Und ich glaube, wir kriegen das hin, mit sehr viel Druck, dass man tatsächlich mal es hinbekommen könnte, dass von hier aus, von Ansbach, die Truppen abziehen. Und ich glaube, es ist richtig, das am 4. Juli zu sagen, weil es gibt eben nicht nur was zu feiern, sondern das ist Teil quasi der klassischen US-amerikanischen Politik. Und ich will vielleicht eins noch am Ende sehr deutlich sagen. Die Bundesregierung kann nach dem 2+4-Vertrag und nach dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut sämtliche Truppenbewegungen auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland untersagen. Und ich hatte während des Irakkrieges mit dem damaligen Staatsminister Gernot Erler ein Interview gemacht, und habe ihn gefragt, warum werden eigentlich alle US-amerikanischen Stützpunkte für den Irakkrieg benutzt? Und dann sagt er die kurze, klare Antwort, weil wir es genehmigt haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und, aber Sie haben doch offiziell erklärt, dass Sie gegen den Irakkrieg sind. Ja, ja, politisch sind wir auch gegen den Irakkrieg. Aber militärisch hat damals die Bundesregierung und die Bundesrepublik alles dafür getan, dass der Irakkrieg auch von Deutschland aus geführt werden konnte. Und das heißt für heute, die Bundesregierung kann sämtliche Truppenbewegungen untersagen und kann auch sagen, dass die Truppen abziehen müssen. Das heißt, die Bundesregierung hat den Schlüssel in der Hand. Deshalb ist es ganz zentral, da Druck auszuüben und deutlich zu machen, wir wollen das nicht, dass diese Truppen hier stationiert sind, wegen den ganzen Folgen, die es hat. Und die Bundesregierung muss das endlich umsetzen, dass die gesamten Truppen abgezogen werden. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Es ist ja so, dass es eine ganze Reihe von Standorten gibt. Bundeswehrstandorte und Standorte der US-amerikanischen Armee, wo es politische Debatten darüber gibt, ob die Truppen stationiert sein sollen oder nicht. Und ich habe den Eindruck, dass Ansbach zu denjenigen Standorten gehört, wo kontinuierlich und immer wieder darauf hingewiesen wird, wir wollen das nicht. Es gibt Standorte, wo, ich sage das mal sehr deutlich, die Menschen Stück für Stück gekauft wurden. Und in Ansbach habe ich aber den Eindruck, es ist so, dass immer der Widerstandswille nach wie vor vorhanden ist. Und deshalb bin ich sehr gern da, um diesen Widerstandswillen zu unterstützen und zu sagen, wir wollen das nicht, dass Krieg geübt wird und deshalb wollen wir, dass die Truppen abgezogen werden und das sagen wir explizit auch am 4. Juli. Ich danke euch.